7 Millionen Aufrufe in einer Woche. Das ist unglaublich für mich. Es ist unglaublich. Danke vielmals für so viel. Wer hätte jemals gedacht, dass ich so viele Leute erreichen kann mit der Kampfkunst, mit der Message über die Kontrolle von Geist und Körper. Hey, ich weiß, in der heutigen Zeit und für die, die nicht so Influencern folgen, so, es ist nicht viel. Okay, ich weiß, Kim Kardashian und weiß nicht wie, die haben 100-mal so viel oder 1000-mal so viel. Ja klar, aber hey, für mich ist das unfassbar viel. Wenn ich mir vorstelle, weißt du, stelle vor, oder ich habe vielleicht 20 Schüler im Training, 20 Views. Hey, das ist schon viel, wenn man als Lehrer 20 Leute hat, die einem freiwillig zuhören und von einem lernen wollen. Wow. Wenn du einen Vortrag halten kannst in einer Aula und 100 Leute zuhören. Wow. Wenn du vielleicht sogar so ein richtiger Starredner bist, dann kommen vielleicht sogar 1000 Leute. Oder für einen Jordan Peterson kommen auch mal 10.000 Leute ins Hallenstadion oder so. Aber 7 Millionen Aufrufe in einer einzigen Woche, mehr als 1 Million pro Tag. Wow. Wow, noch vor kurzer Zeit war so etwas für mich unvorstellbar, unerreichbar. Zum Beispiel zum Vergleich, ich sag dir nur zum Vergleich. Mein YouTube-Kanal, dort habe ich 17.000 Abonnenten, hat in diesem ganzen Jahr knapp 700.000 Aufrufe. Und ich finde das schon viel. Das ist schon viel, oder? Noch krasser vielleicht, in den 14 Jahren, in denen ich diesen YouTube-Kanal habe, habe ich 4,1 Millionen Aufrufe insgesamt. Und jetzt einfach